Am 26. Juli gehen in Paris die Olympischen Spiele los. Heute findet eine Art Generalprobe für die französischen Sicherheitskräfte statt. In der zweitgrößten französischen Stadt Marseille wird am Abend die olympische Flamme erwartet. Das Sicherheitsaufgebot ist enorm. Mehrere tausend Polizisten sind im Einsatz. Scharfschützen wurden positioniert und Wohnungen vorab sogar durchsucht. Nun nachgefragt bei meiner Kollegin Friederike Hofmann in Marseille. Die Olympische Flamme kommt heute Abend also in Frankreich an. Wie ist denn die Stimmung? Ich stehe hier am alten Hafen in Marseille. Hier wird heute Abend die Flamme ankommen und es fühlt sich jetzt schon, das ist hier alles abgesperrt, das ist wirklich Hochsicherheitsbereich. Hier haben sich seit dem Morgen Menschen mit Campingstühlen, mit Kühltaschen hingesetzt, die schon darauf warten, dass heute Abend die Flamme ankommt. Hier werden über den ganzen Tag Aktivitäten, Konzerte stattfinden. Also die Stimmung heute Morgen ist irgendwie so voller Vorfreude. Ich bin selbst so ein bisschen überrascht, weil wir waren gestern Abend schon hier, da wurde alles abgesperrt, man hatte das Gefühl, hier ist wirklich unfassbar viel Polizei. Und heute Morgen ist es wirklich eine Vorfreudestimmung. Auch alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind relativ gut drauf. Hier sieht man schon gute Stimmung. Hier ist wirklich so Volksfeststimmung. Und bin mal gespannt, wie das über den ganzen Tag hier weitergeht. Also freudige Erwartungen der Menschen. Was ist denn heute für Marseille geplant? Die Belem, das ist das Boot, das aus Griechenland kommt und die Flamme transportiert. Das ist hier schon in den Gewässern von Marseille angekommen. Die kreuzt jetzt über den Tag vor Marseille mit einer riesen Armada von anderen Booten hier aus Marseille. Das wird den ganzen Tag so gehen. Hier am Hafen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, wird es verschiedene Konzerte, es wird Aktivitäten geben. Hier wird es sich so über den Tag füllen. Und hier hinter mir im Hafenbecken, da ist ein langer Steg eingebaut. Dort wird die Belem, das ist ein riesiger Dreimaster, vergleichbar mit der Gorch Fock. Der wird hier heute Abend einlaufen, gegen 19 Uhr. Dann wird der erste Flammenträger, das ist Florent Monadou, ein französischer Schwimmer, der wird die Flamme dann in den Hafen transportieren, wo dann eine große Feuerschale entzündet wird. Präsident Macron wird auch zugegen sein. Und dann geht es weiter mit der Flamme für den Fackellauf. Dieses Erwarten der Flamme, das ist ja in Marseille heute so eine Art Generalprobe für die Olympischen Spiele. Dennoch gilt ja in Frankreich die höchste Warnstufe. Was heißt das jetzt? Ja, das ist schon eine Generalprobe, nur halt in echt. Also es werden 150.000 Menschen hier heute erwartet. Marseille erlebt das höchste Polizeiaufkommen, das diese Stadt jemals erlebt hat. 6.000 Polizisten sind heute im Einsatz. Wir konnten in den letzten Tagen hier schon beobachten, wie sich die Stadt auch vorbereitet. Hier um den alten Hafen wurde alles weiträumig abgeschirmt. Also man kommt ohne Sicherheitskontrolle hier gar nicht hin. Gestern wurden die ganzen Boote schon von Spürhunden auf Bomben untersucht. Minentaucher sind im Hafenbecken getaucht, um zu schauen, ob dort möglicherweise Bomben platziert sind. Außerdem wurden etwa 600 Wohnungen, die auf den alten Hafen schauen, die zum Beispiel Balkons oder Fenster haben, die wurden durchsucht. Gleichzeitig ist auch vor Marseille auf dem Wasser ist der Zoll unterwegs und untersucht verschiedene Schiffe. Also das ist hier schon doch eine Generalprobe unter doch sehr realen Bedingungen. Und was befürchtet Frankreich? Ja, es ist natürlich die höchste Terrorwarnstufe seit den Anschlägen in Moskau. Frankreich hat natürlich eine Terrorgeschichte, die doch wirklich auch erheblich ist. Und natürlich ist das die Bedrohung, auch wenn es keine konkrete Warnung gibt. Wir haben mit dem Innenministerium gesprochen. Also momentan gibt es keine konkrete Warnung. Aber natürlich ist das eine Grundbedrohung, die es hier in Frankreich gibt. Aber wenn die Flamme unterwegs ist, gibt es auch noch andere Sorgen, dass zum Beispiel Aktivisten die Flamme auspusten wollen. Das wäre ein großer symbolischer Akt. Also ist es eben nicht nur Terror, sondern auch andere Gefahren, gegen die man sich hier schützen möchte. Heute ist das der Auftakt, würde ich mal sagen. Die Flamme erreicht dann das erste Mal französischen Boden. Wie geht es denn dann weiter? Ja, dann geht es erst so richtig los. Also die Flamme ist dann hier in Frankreich unterwegs. Es ist ein riesiger Konvoi, mit dem die Flamme unterwegs ist. Der wird fast 2 Kilometer lang sein. Die Flamme wird jeweils von einem Flammenträger gehalten. Der macht jeweils 200 Meter dieses Parcours. Ein Spalier von Polizisten wird die Flamme schützen. Und dann geht es durch 400 Orte, durch 60 Departements und sogar nach Übersee. Das heißt, die Flamme fährt nach Guadeloupe, die fährt nach Korsika. Die ist wirklich im ganzen Land unterwegs. 10.000 Fackelträger, das ist wirklich eine erhebliche Zahl, ist daran beteiligt. Und dann kommt sie Ende Juli in Paris an. Und dann gehen die Olympischen Spiele mit der Eröffnungsfeier am 26. Juli los.
Danke nach Marseille, Friederike Hofmann.